jetzt aber wieder. Und hier stark. Ohne Mod zu Vanilla, wir geben uns jetzt. Ich möchte gerne mal eine andere Mod. Ich vertraue meiner Susi ein bisschen. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Ja, Zeitreisen für Anfänger, ne? Quest, wenn die Freiheit ruft. Hier kommt man abreden und dann hat er uns da. Easy going. Yeah. Verschwinden.
Das werden wir noch. Ja. So, jetzt geht's hart. Opfer unter den tapferen Männern und Frauen der Urstreitkräfte. Von Lexington bis und Concord bis zur Küste Iowas. Von Mare Tranquillitatis bis zur Achor-Ratsch-Front haben Amerikaner im Laufe der Zeiten für die Freiheit unserer Nation gekämpft und ihr Leben gegeben. Mögen uns ihre Opfer daran erinnern, dass Freiheit ein Privileg vieler ist, das von einigen wenigen gewonnen wurde. Das ist ein cooles Wandgemälde. Oh, eine Power-Armor. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen. Was zum Endstation? Da draußen ist wer! Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen. Ausgezeichnet. Das kann man. Das ist es nicht. Eine Wackel. Perfekt. Geil. So, und ich halte jetzt mal das Maul. Gott verdammt. Denn wir haben jetzt ganz viel zu quatschen. Vielleicht. Nee. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Die Welt hat sich sehr verändert. Das ergibt alles keinen Sinn. Alles in Ordnung? Also, wir brauchen deine Hilfe. Und dann können wir vielleicht dir helfen. Was hat dich hierher geführt? Wer kann hier verschwundene Personen finden? Wir hatten mal ein paar gute Fährtensucher. Jetzt sind es nicht mehr viele. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghule? Was sind Ghule? Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Nein, das ist es nicht. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Gottverdammt. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun, das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern.
Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, kommen wo man nicht eine findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Wonach sucht ihr nochmal? Nach einem Fusionskern. Ist so eine Art coole Batterie. Damit haben sie früher hier im Museum die Ausstellung mit Strom versorgt. Es gibt einen im Keller, hinter einem Sicherheitstor. Du musst das Schloss knacken oder den Computer hacken, um es zu öffnen. Ich habe mir schon einen Fusionskern geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist wütend. Ma'am. Wen hat Dogmeat uns denn da gebracht? Er ist also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind, aber ich weiß es nicht. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Oh. Aber jetzt bin ich müde. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Bin durch. Oder direkt im ersten Versuch. Unsinn außer der Öffnung. Zum letzten Mal. Die Rotröcke in den Dio-Rahmen sind keine Spielzeugsoldaten und es wird außerhalb der Öffnungszeiten auch nicht mit ihnen gespielt. Bei zwei von ihnen ist schon die Farbe abgekratzt und heute Morgen hat bei einem der Fußsoldaten ein Arm gefehlt. Dieser Unsinn wird nicht länger geduldet. Jeder, der dabei erwischt wird, wird er mit den Soldaten spielt. Erhält eine Abmahnung, bekommt eine Stunde vom Lohn abgezogen und muss für die Schäden aufkommen. Kakerlakenkeller. Jemand vom Hausmeister-Service muss sich in meinem Keller um diese Kakerlaken kümmern. Macht es jetzt ganz still und leise, wer das Zirkel geöffnet hat. Diskretion und große Priorität. Wir können es uns nicht erlauben, das Museum schon wieder zu schließen. Und es ist auch nicht hinnehmbar, dass ein Mädchen einer Kakerlake findet, während es etwas über Besteuerung ohne Vertretung erfährt. Diese Situation muss bereinigt werden, sofort. Nach dem Treffen mit dem Direktor und dem Stiftungsrat habe ich leider schlechte Neuigkeiten zu verkünden. Unsere geplante Anorak-Ausstellung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Museum verfügt derzeit einfach nicht über die Mittel, um die Umbauarbeiten zu finanzieren, die für so ein ambitioniertes Projekt nötig wären. Ich möchte mich aber trotzdem beim Kuratorenteam
und dem Service-Mitarbeitern für ihre bisherige Arbeit danken. Letzter Eintrag. Mein Name ist Mac Case. Ich bin eine der Museumsführerin hier im Museum der Freiheit in Concord. Ich habe solche Angst. Als die Leute die Blitze gesehen haben, sind sie alle abgehauen. Selbst Mr. Nash ist. Er ist es einfach weggerannt und hat mich hier zurückgelassen. Arsch. Und dann ist eines dieser Helikopterdinger der Armee ins Dach gekracht. Ich habe Soldaten gesehen, aber die sahen ziemlich fertig aus. Ich habe mich einfach vor ihm versteckt. Ich bin erst seit einem Monat in Massachusetts. Ich kenne eigentlich niemanden und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ist mir auch Wumpe, ob sie da ist jetzt. Geiler Ewig, Junge. Hier oben! Boss! Hier oben ist jemand! Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe! An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei, das muss ich zugeben. Kam das Spiel raus. Nee, 2015, ich weiß, egal. Auf jeden Fall, wo ich das erstmal gespielt habe. Aber ich kann euch sagen, ich hab mich zu Tode verletzt, als Deathclaw da rausgekommen ist. Wenn du weißt, du kannst auch reingehen. ihr denkt hier, die kommt ja nicht durch, ne? Ich weiß eigentlich nicht. Aber ihr solltet euch auch nicht verlassen, denn auf dem PC
Also so. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Mit C ist es so, die geht nicht oben rein, die springt einfach so. Oder weiter hier. Und die geht auch hier runter. Und wenn ich hier auf diesem Raum mit der Deathclaw kämpfe, ist es geil. Die kriegt euch. Die passt da definitiv rein. Also. Nicht aufpassen. Ah, ich geh da rein, da kommt eh nicht rein. In der Regel kommt sie da nicht rein, sie soll da glaube ich nicht rein, aber die passt rein. Ich hab die Erfahrung schon gemacht. Ich hab dich aufs Rettungsrett bekommen, sag ich euch. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay. Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Hallo. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Commonwealth. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier. Es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Ich nehme, was ich kriegen kann. So spricht ein wahrer Söldner. Wenn du mal nicht nur für dich selbst kämpfen willst, besuch uns doch in Sanctuary. Ich könnte jemanden wie dich brauchen. Jemanden, der Dinge erledigt. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen und ich kenne deinen Schmerz. Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung, aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als wartet, wartet, das hier entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy. Hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay.
So. Ich hatte noch das Mikrofon stumm geschaltet. Professionalität lässt grüßen. Egal, wie dem auch sei, Freunde. Das war's und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao mit V.